So, jetzt habe ich hier 24 Tim stehen. Hallo Tim, wie geht's dir? Danke erstmal, mir geht's sehr gut, ich hoffe auch gleichfalls. Und jetzt ist wieder deutscher Boden hier auf den Füßen. Es ist so viel gerade, weil so viele Menschen auch gekommen sind, obwohl wir so früh haben in der Woche. Schon ein krasses Gefühl auf jeden Fall. Wie ist es denn, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben? Ja, das war das, was ich sagen wollte. Ich habe jetzt wieder festen Boden unter den Füßen, ne? Nachdem wir so 20, 30 Stunden geflogen sind, gefühlt. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich sehr gut an, aber es ist auch komisch, dass hier gerade nichts krabbelt. Man muss sich da erstmal ein bisschen dran gewöhnen. So, ne? Wahrscheinlich, wenn ich irgendwie zu Hause bin, dann achte ich noch darauf, ob mein Mikro irgendwo ist. So total dämlich, habe ich auch schon gesagt. Aber eigentlich freut man sich jetzt sehr. Wie war denn der Boden im Dschungel? War das auch fester Boden oder war das wirklich nur weicher Boden? Es war fester Boden, es war auch kein Papier. Also alle, die dachten, es wäre Fake, die muss ich leider enttäuschen. Also wir waren wirklich, wirklich, wirklich im Dschungel. Ich habe ja selber gedacht, das wäre Greenscreen oder sonst was. Aber nein, es ist tatsächlich ein echter Dschungel. Und echte Tiere auch. Ist schon eine kleine Mutprobe, sagen wir es mal so. Definitiv. Was hast du denn gedacht, als du dann in den Dschungel rein bist? Also als es in den Dschungel reinging, das war ja erstmal eine halbe Weltreise, ne? Mit dem Helikopter, dann auch noch gelaufen dahin. Also es ist nicht so, dass wir innerhalb von 3 Minuten da waren, sondern wir mussten echt auch erstmal so richtig tief in den Dschungel reinkommen. War ein aufregendes Erlebnis und es ist immer noch aufregend. Ich habe das Gefühl, diese Dschungelzeit, die hört erst auf, wenn die nächste Dschungelstaffel dann wieder losgeht. Irgendwie so bis dahin ist man voll im Dschungelmodus. Und warum hast du dich beworben? Ja, also es war so ein Ding zwischen Bewerben und angefragt werden. Also ne, das sind ja super viele Gespräche, die man dann führt. Und ja, genau, also es ist so ein Ding zwischen Bewerben und angefragt werden. Man quatscht dann natürlich zusammen. Und Grund dafür war tatsächlich, dass ich auch Leute überzeugen wollte, die mich vielleicht nicht mögen, die dann sagen so, ey, der ist ja eigentlich ganz lustig. Und weil es ein Abenteuer ist. So. Und eine letzte Frage, wie geht's jetzt mit dir weiter? Ja, das ist eine gute Frage, wie es mit mir weitergeht. Das würde, glaube ich, meine Mutter irgendwann auch mal gerne wissen, weil ich weiß es selber nicht. Aber ich drehe dieses Jahr erstmal tatsächlich einen Kinofilm und bin in der Hauptrolle. Ja, wow, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ja. Und ja, freuen uns 2024 noch von dir zu hören und vielen Dank fürs kleine Interview. Danke dir.